Wow, in Deutschland gibt es fast 25.000 Amateurfußballvereine. Die könnten sich eigentlich alle eine Solaranlage hier auf die Dächer machen. Was das bringt, ob sich das lohnt, warum man das vielleicht machen sollte und dass es da jetzt auch eine ganz interessante Förderung für diese Vereine gibt. Darüber wollen wir heute sprechen, also bleibt gerne dran. Und wenn ihr Fußballvereinsmitglied seid im Amateurbereich, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, weil da könnt ihr vielleicht ganz schön viel Gutes tun für euren Verein. Also viel Spaß bei dem Video. Und der Transparenz wegen, die Firma Enerix unterstützt uns hier bei den Produktionskosten und es werden natürlich auch wieder irgendwelche Produkte genannt, deswegen müssen wir hier oben Werbung einblenden. Ja, moin Carsten, grüß dich. Servus Felix, schön dich zu sehen. Hi. Na, alles gut bei dir? Alles paletti. Ihr habt ein paar Vereinen hier eine Solaranlage gebaut. Darüber wollen wir heute sprechen. Was bringt das? Lohnt sich das? Und dann gibt es auch noch eine Förderung von der UEFA. Ist ja jetzt bald Fußballzeit hier. Genau. Was habt ihr denn hier gemacht? Wo sind wir denn hier überhaupt? Ja, wo sind wir hier? Wir sind in der Stadt Memmingen. Ja. In diesem Fall bei dem Sportverein SV Ammerdingen. Und die haben wir noch ein Nebengebäude angebaut, wo wir oben auf dem Flachdach knapp 25 kW installiert haben. Aha. Und zusätzlich noch einen Batteriespeicher. In diesem Fall eine Fenicon Home 30 mit einer 20er Batterie dementsprechend, um auch den Verein abends, wenn die Turnübungen sind oder dergleichen, auch noch dementsprechend mit Strom und natürlich die Wärmepumpe zu unterstützen. Jetzt hast du mir im Vorfeld erzählt, dass es eine Förderung gibt für Vereine. Wofür gibt es die denn jetzt ganz genau? Da gibt es die nur für eine Solaranlage? Weil ich meine, da gibt es auch noch ganz viele andere Sachen, die gefördert werden. Genau, also es ist von der UEFA. Wir haben dieses Jahr Europameisterschaft hier in Deutschland. Ja. Speziell die Amateurfußballvereine, also dritte Liga und höher ging halt nicht. Ja. Geht speziell um die Amateurfußballvereine. Da gibt es in Summe, also einen Fördertopf von knapp 7 Millionen Euro. Ja. Das heißt, jeder Verein, jeder Amateurfußballverein kann sich dafür bewerben. Maximale Summe ist 250.000 Euro. Ja. Selbstbeteiligung ist 10%, aber maximal 5.000 Euro. Ja, was wird genau gefördert? Also natürlich wunderbare PV-Anlage mit einem Batteriespeicher. Es wird aber auch gefördert, zum Beispiel LED-Flutlicht. Also wie kann man im günstigsten Fall auch Energie einsparen hier, gerade aus so einem Fußballplatz, also über LED natürlich auch möglich. Es gibt auch die Möglichkeit über das Wassermanagement, also wie kann ich Wasserkosten senken, das wird auch gefördert. Es geht auch das Thema Elektromobilität, also wenn man hier ein paar Ladestationen hinstellen würde, wird das auch gefördert und jeder Verein muss sich im Endeffekt dafür aktiv bewerben und muss halt über die UEFA-Webseite eine Bewerbung reinschicken. Sollte natürlich kreativ sein, weil im Endeffekt ist ein Komitee, was Ende Februar schon getagt hat, jetzt wieder Ende April und dann nochmal Ende Juni, um über die Projekte, die ja eingereicht werden, schlussendlich auch zu entscheiden. Weil je spannender das Projekt ist, je besser ist natürlich die Zusagemöglichkeit. Und Wärmepumpe auch, hast du gerade gesagt. Wärmepumpe ist auch mit dabei, genau. Die zählt auch dazu, absolut. Ja. Und vielleicht kannst du jetzt mal ganz kurz sagen, was habt ihr denn jetzt hier bei diesem Sportverein, auch ein Amateursportverein, Fußballverein, installiert und warum lohnt sich das denn für einen Verein überhaupt mal darüber nachzudenken? Weil es gibt ja wahnsinnig viele Sportvereine in Deutschland. Manche haben auch ein bisschen Geld übrig, manche nicht so viel. Ja. Aber lohnen, also Strom brauchen die fast immer und alle. Ihr habt jetzt hier auch mit dem Speicher gearbeitet irgendwie. Erzähl mal, wie viel kW Peak, warum so ein Speicher, Wärmepumpe ja, nein, genau. Was macht da Sinn? Also bei dem Anbau, wenn wir hinter uns sehen, wir den weiße Gebäude, hier haben wir den Anbau, wo halt da noch ein Turnhalle, so eine Mehrzweckhalle, also wir haben eine Mehrzweckhalle, wo auch Yoga etc. stattfinden wird, also sprich auch gerade mal in den Abendstunden. Ja. Natürlich der Speicher deswegen sinnvoll auch einzusetzen, natürlich für die Wärmepumpe auch. Auf dem Dach haben wir schlussendlich knapp 25 kW an Anlagenleistung. KW Peak, genau, also ganz wichtig, KWP, genau. Und wir haben im Keller im Endeffekt 20 Kilowattstunden stehen. Mhm. Also in diesem Fall hier ein Fenicon Home 30er System haben wir hier installiert mit ordentlich Power dementsprechend, weil auch gerade so eine Wärmepumpe, die ist ja ein bisschen größer ausgefallen, die braucht richtig Dampf. Die haben auch eine Wärmepumpe? Die haben extra für ihr Gebäude, also für ihren Neubau sozusagen, also für den Anbau extra eine Wärmepumpe installiert und da braucht man auch dementsprechend eine B- und gewisse Entladeleistung natürlich auch. Ja. Also gerade wenn die Wärmepumpe anspringen soll, der Strom ja dann auch, wenn es abends ist, schön aus dem Speicher kommen, wenn er gefüllt ist. Ja. Und deswegen war auch wichtig, dass wir eine hohe B- und Entladeleistung beim Speicher haben. Und ich habe ja abends meistens die Spiele oder öfter mal am Wochenende oder auch Training, wo dann gar keine Sonne mehr scheint. Das heißt, die Anlage hier, die Beleuchtung, also die LEDs, die wir vielleicht dann im besten Fall haben, die werden dann auch über den Speicher, über den Strom vom Speicher dann gespeist. Ganz genau, richtig. Also wir binden das hier mit ein dementsprechend, wir haben ein Konzept erstellt und hier auch der Verbrauch, der noch hier natürlich dann auch abends gerade stattfindet oder gerade speziell auch jetzt für das Vereinsgebäude, für das neue, dass man das gut mit abdecken kann. Aber wenn jetzt ein Verein auf euch zukommen würde, erinnere ich mich jetzt an eine Installationsfirma, dann würdet ihr denen auch sagen, würdet sie auch beraten und helfen, das alles auszulegen und im Zweifel auch sagen, wir packen euch den Link von dieser UEFA-Förderung natürlich hier
unten in die Videobeschreibung rein, ja, wie das am besten funktioniert etc. Und dann holt man sich mehrere Angebote und sucht dann den aus, der das beste Angebot macht oder auch vielleicht lokal dann die, ja, genau, Unterstützung. Also ich denke mal, wichtig ist auch, wenn man gerade so eine Anlage installiert, sollte man einen regionalen Partner haben, wenn die Anlage einen Schluck auf hat, also sprich, die nicht vielleicht funktionstüchtig ist, ja, möchte man wieder, dass es schnell funktioniert. Und wenn du da jetzt hier in Memmingen die Anlage installierst und der Isolateur kommt aus Hamburg, wie lange braucht der, bis er da ist, um das Problem zu lösen? Wir sitzen halt hier vor Ort, also ich denke mal grundsätzlich wichtig, wenn es ein regionaler Anbieter ist, damit beim Schluck auf der Anlage auch schnell geholfen werden kann. Und ja klar, der Kunde braucht natürlich schlussendlich auch ein Angebot für so ein Projekt, also wenn es um PV und Speicher geht, Wallbox natürlich, kann er uns kontaktieren. Schlussendlich muss aber der Verein selbst, es ist eine kreative Bewerbung, würde ich es ja mal nennen, weil man will sich ja abheben von der Masse. Nicht jedes Projekt wird ja auch unterstützt oder gefördert, soll. Je spannender das Projekt ist, was eingereicht ist, je besser natürlich die Möglichkeit, dass man diesen Fördersatz bekommt. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie viel Strom haben die denn hier Verbrauch? Was kommt denn von so einer Solaranlage mit 25 kW Peak, hast du jetzt gesagt, runter? Genau. Wie rechnet sich das? Genau, also wir haben jetzt, wie gesagt, genau, knapp 25 kW Peak, hier haben wir ein Flachdach. Mhm. Wir haben das auch so ausgelegt, wie der Eigenverbrauch ist wieder das Thema, also möglichst den Strom sinnvoll selbst verbrauchen, ja, für den Verein halt. Das heißt, wir haben eine Ost-West-Ausrichtung und wir werden hier knapp so um die, laut der Prognose, um die 23.000 Kilowattstunden ungefähr im Jahr erzeugen. Mhm. Da das Vereinsheim noch nicht mit eingebunden war, wissen wir nicht genau, was der Verbrauch ist, aber auf jeden Fall ist die Anlage so groß, dass es ausreichend ist, um es abzudecken. Muss man sich im Einzelfall anschauen, hey, wie ist euer Verbrauch, was ist denn geplant ungefähr, damit die Anlage auch passt. Deswegen sind wir hier auch auf die 25 kW schlussendlich gekommen, damit es auch im Einklang so mit dem Verbrauch dann stimmt. Ja, ja, das ist ja relativ neu, das Gebäude hier, ja, hinter, deswegen wisst ihr noch gar nicht, wie viel das selber dann verbrauchen wird. Ganz genau wissen wir nicht. Aber ja, diese Dächer hier oder diese Vereinsgebäude hier, die haben ja, weiß ich nicht, zigtausende Vereine in Deutschland. Ja. Das heißt ja eigentlich, wenn ich als Vereinsvorstand jetzt so ein Video hier sehe oder Mitglied in irgendeinem Verein bin, selbst gar kein Fußballverein, sinnvoll wäre ja eine Solaranlage, über Speicher kann man vielleicht noch streiten, aber eine Solaranlage prinzipiell ja sowieso, oder? Ja, auf jeden Fall, absolut. Weil im Endeffekt die Kapazitäten, also gerade wenn wir uns hier mal anschauen, gucken wir uns mal die Tribüne jetzt hier an, ja, alleine was da für Kapazitäten sind. Ja. Man hat auf jeden Fall immer Platz, der eigentlich überhaupt nicht genutzt wird. Ja, der wird eigentlich verschenkt im Endeffekt. Und warum sollen die Vereine es nicht sinnvoll nutzen, in ihren eigenen Strom zu verbrauchen? Ja. Und das ist natürlich der Hammer, wenn du 40 kW Peak hier auf so ein Tribünendach, ja, drauflegen kannst, dann hast du 40.000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt. Ja. Den kann so ein Verein wahrscheinlich gar nicht, überhaupt gar nicht im besten Falle auch selber verbrauchen. Das heißt, er kriegt auch eine Einspeisevergütung für den Strom, ja, und den Strom, den er selber verbraucht, den spart er sich dann von dem Energieversorger zu kaufen. Das kann er natürlich noch erhöhen, ja, den Eigenverbrauch oder den Autarkiegrad kann er noch erhöhen, indem er dann so einen Speicher einsetzt. Ja. Das muss man dann gucken, ob man das sofort macht oder vielleicht ein bisschen später, kann man ja dann auch immer noch mal schauen. Und dann natürlich mit Wärmepumpe ist man relativ günstig auch mit einem Heißwassermachen unterwegs. Wäre für den einen oder anderen Verein vielleicht auch nicht schlecht. Ja, wenn der Verein schon ein Stück weiter denkt und sagt, okay, Elektromobilität ist auch ein Thema für mich. Mhm. Warum nicht ein paar Ladestationen dahinsetzen? Keine Ahnung, für die Mitglieder, für, ja, dass sie sagen, okay, ich kann auch da laden, weil ich habe eh einen gewissen Überschuss zu einer gewissen Jahreszeit. Warum denn nicht dann sinnvoll in die Elektromobilität, also über die Wallbox dann ins Auto drücken? Wäre auch jetzt auf jeden Fall sehr nachhaltig. Ja. Gibt wahrscheinlich unfassbar viele Vereine in Deutschland, die solche freien Dächer haben, die vielleicht auch auf der Vereinskasse ein bisschen Geld übrig haben, um mal so eine Investition zu tätigen. Amortisiert hat sich die reine Solaranlage meistens schon nach 8, 9, 10 Jahren. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn da noch ein Speicher dazukommt. Also denkt mal darüber nach. Und wenn ihr selber Mitglied in einem Verein seid, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Verein das ist, wenn wir uns mal das Dach von euch anschauen sollen, wie viele Solarmodule passen da überhaupt drauf, dann würden wir das hier mal auf dem Kanal besprechen. Ihr findet nämlich auf meiner Internetseite ein Auslegungstool, ein kostenloses. Da könnt ihr es im Prinzip auch selber einfach mal machen, aber wir können natürlich auch gerne ein Video darüber machen. Wie gesagt, den Link zu der Förderung von der UEFA, den packe ich euch hier unten rein. Die ist explizit nur für Amateurfußballvereine. Aber wie gesagt, Vereine insgesamt haben, glaube ich, sehr viel Potenzial. Und wenn ihr solche Projekte umsetzt, habt ihr vielleicht auch gleichzeitig noch einen neuen Sponsor gewonnen für euren Verein. Hier in Amading war es zumindest so. Und das ist natürlich total interessant für alle Vereine, nicht nur für die Fußballvereine. Also lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch solche Sachen hier interessieren und ihr auch die Energiewende mit uns nach vorne bringen wollt. In diesem Sinne, Carsten, danke, dass du uns mal erklärt hast, wie das mit dem UEFA-Programm funktioniert. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Schreibt eure Fragen auch gerne wieder in die Kommentare. Lasst ein Abo da, habe ich schon gesagt. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Macht die Dächer voll und vor allen Dingen die Vereinsdächer. Bis dahin, in diesem Sinne, ciao, ciao und tschüss. Ciao.